Servus, da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei Zombie Defense. Great, wir haben 5000. Heilungskosten minus 20%. Und 4 würde 8000 kosten. Wir lassen es erstmal so. Ja, das wieder. Wir spielen weiter jetzt mit Standard. Gehen wir nach links zu Black Blood. Dann nach rechts zu Tod im Wasser. Ich denke, wir gehen mal nach links. Black Blood, Schwierigkeitsgrad normal. Zombiewellen 10. Anzahl der Zombies 462. Das ist eine Menge. Widerstandsfähigkeit 110 bis 440. Zombie-Typen Walker, Crawler und Foggle. Text ist auf Englisch. Tja, wir sollen eine Ölraffinerie beschützen und dafür zwei Fahrzeuge. Wähle eine grüne Zone aus. Da. Ja, wo hast du denn hier die Enemies gesehen? Da sind Enemies. Okay. Macht 60 Schaden, 40. 6 Zombies noch. Große Karte, da kann ich allzu weit rauszoomen. Das ist schade. Was sind die Zombies? Ich habe aus dem Spiel geklickt. 3, 4, 5, 6. Das sieht lustig aus. Eins. Okay, wir haben es geschafft. Oh yeah, oh yeah. Supply crate available. Wo denn? Ah. Supply crate collected. Lauf. Alle drei. Enemy spotted.
Okay, das hier ein Vogel. Welche von links kommen noch welche? Okay. Was wird so eine 300? Auch noch lieber auf die 1400, die dann kommt. Copy. Reporting in. Okay, so, Welle 5. Okay, und der nächste dann dahin. Supply crate available. Receiving transmission. Reporting in. Soll ich den dann in die Richtung dann schießen? Das denke ich gut, wenn wir den diese Richtung schießen lassen. Ich werde jetzt irgendwie länger Zeit hier einfach abgelenkt. Nicht ganz wach. Zombie gibt's noch. Holt's mal schnell die Versorgungskiste. Level 6. Enemy spotted. Da machen wir eine gelbe Zone hin. Das hilft immer. Okay. Wie viele Leute müssen jetzt wieder kommen? 42.
Wird dann auch gerade mal gegradet. Einer. Ja, jetzt 1, 2, 3, 4. Alle 7. Normaler Menschen. Dass die Dinger mal Zielsuchsensor bekommen. Das könnte viel erleichtern. Welle 8. Supply crate available. Was ist denn das Supply? Ah, ich kann noch einen rekruten. Machen wir dort noch einen hin. Ja. Welle 9. So. Einer noch. Komm, die letzte Welle, Level 10. Mal schauen, was uns dort erwartet. Widerstandsfähigkeit 440 und wir haben 140 Zombies. Jetzt meine ich es. Krabbler da, ne? Die sind doch ganz schön heavy. So, jetzt nicht unbedingt gedacht. Krabbel, Krabbel.
Was? Ja, Endmission. $6.500 verdient. Sehr schön. Wo haben wir? Oh, Zielautomatik. 25.000. Ich denke, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.